Erstmal unsere wunderhübschen Gesichter. Ja. Es ist der 18. Mai und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Düsseldorf. Zu Dokumi. Moe hat mich jetzt eingesammelt. Wir haben das Gepäck von Moe, mir und Lynn im Auto. Wir müssen noch Lynn einsammeln, Dana einsammeln und Kasu einsammeln. Das soll alles noch da hinten rein. Und das Gepäck von Dana und Kasu ist noch in das Auto. Also es bleibt spannend. Ja! Weiter auf Weg nach Düsseldorf. Wir haben ein paar Mädchen eingesammelt. Da hinten ist Dana, da ist Lynn und ich versuche irgendwie. Ah! Ich habe Karl gefunden. Da unten ist Zedera. Da ist Ita. Das ist Itachi. Bequem zwischen den Beinen. Ja. Was hat er versteckt? Alter, ich bin ein Bauch. Wir haben eine kurze Pause gemacht und sahen ganz gesund essen. Und jetzt haben wir noch. Stunde 7 Minuten. Lynn ist gerade wach geworden. Jetzt ist sie scharf. Gerade wach geworden, Lynn auch voll unscharf. Und hat eben gerade so ein bisschen gut, als würde sie sich fragen, wer bin ich? Wer seid ihr? Lynn in progress. Wo bin ich? Wie viele? Seid ihr bereit für die Sayuri-Menschen-Room-Tour? Dann kommt mal mit. Also fangen wir einfach bei unserer Wohnung an, von Lisa und mir. Ich habe keine Ahnung, gehört das zu uns? Es gehört niemand anderem, aber... Ist abgeschlossen, also nein. Okay. Und das hier? Ist die Küche. Aber die ist abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Egal. Unser wundervolles Badezimmer. Kommst du rein. Können Sie rausschauen. Und unsere wundervolle Badewanne. Also ich... I appreciate that. Okay. Und unser wundervolles Schlafzimmer. Wir sind nämlich hier... Im Schwan? Heißt das im Schwan? Am Schwan. Am Schwan. Ich glaube am Schwan. Auf jeden Fall ein wundervolles Hotel, wo wir auch letztes Jahr schon zu dritt waren. Und wie gesagt, also unser wundervolles Zimmer hier. Und der Balkon. Na, lass sowas doch nicht rumliegen. Also, ja, unser wundervoller Balkon. Oben ist noch ein zweiter Balkon. Weiter geht's. Also, wieder zurück. Marsch. Folgen Sie mich. Ich habe keine Ahnung, wie mein Hinterkopf aussieht. Aber bestimmt furchtbar. Gut. Kommen Sie jetzt hinter mich die Treppe hoch. S. Hier könnte man theoretisch bestimmt noch irgendwas abstellen oder so, keine Ahnung. Und jetzt bereit für den Test. Gut. Also hier dasselbe Badezimmer nochmal in etwas heller. Hier haben wir nochmal unsere wundervolle Coco. Die gehört auch zur Einrichtung. Nein. Wer auch immer hier nuschelt. Dana. Und wir haben uns noch nie gestritten, also dachten wir, machen wir entweder das Debüt oder es wird. Oh, Dana und Coco haben sogar Pflänzchen auf ihrem Balkon. Also ich glaube, es ist Unkraut, aber hey, es ist schön. Wir können sogar aufs Dach. Das müssen wir jetzt gerade mal ausprobieren. Guten Morgen. Also. Samstagmorgen. Ich glaube, der Hashtag des Tages wird Stand der Dinge Augenringe. Ja. Hashtag Augenringe. Jamie lebt vielleicht auch nicht mehr. Er hat die Augen offen. Halb. Tot leben. Ja, so steht er in der Dusche. Mist. Guten Morgen, Coco. Okay, nicht so lange umarmen, sonst schlafe ich ein. Es gibt heute nur sehr kurze Umarmung. Ja. Oh, ist auch wach, aber. Stars fall at my feet. Keep me grounded as I reach. Higher than a
see? Is there something there for me? Pulling back the rain, letting go again. I'm not afraid. I'm not. Zumindest an die Bahnstation geschafft. Nicht mehr vollzählig, wir haben schon den ersten verloren. Stimmt. Zurückgelassen. Abandoned. Ohana Sheep. Means family and family means well. All my life, one page at a time, I'll show you my true color. Morgen! Wir checken gerade aus. Oh, weißt du, warum wir danach wieder drehen, damit du das siehst, was du filmst. Könntest du dann vielleicht ein bisschen stabiler filmen, aber das kann auch keine Garantie. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Wish that he'd have man who walked 1,000 miles to fall down and shoot more.
Geht an Wegstelle nicht der Gefahr. Alles, was wichtig ist zu erkennen, wer die Zeit gekommen ist. Ja, bleib da auf den Sternen zu sitzen allein. Ja, man sieht bald nichts zu machen. Wir werden bald hier sein. Sein. And that was the moment when I found out that cosplay even existed, and I didn't have a clue that it was also in Germany a thing. So I watched your videos and I was like, okay, we have to do this, we have to cosplay. That means so much to me. Thank you so much. And I'm glad that like it encouraged you guys to like do your own stuff. Like that's awesome. That means the world. It was 10 years of just, you gave us so many ideas also, because I thought back in the days, I thought because you're doing YouTube videos, it's kind of a thing that a lot of cosplayers do, which is not, but that's why we started our own channel and started to make our own videos and started to make also, we do parodies of Akatsuki as well, narrative stuff, and I love it because you... Need to give you a hug, need to give you guys a hug. Please! Thank you so much. Thank you. So do you guys. My God. You should have seen her. You should have seen her reaction when she found out that you were coming to go for me. She was crying and hyperventilating. So. Thanks. So really. Glad we can meet. Also, all of you have great English, by the way. Thank you. So much practice. Yeah, I figure it's probably just practice. Yeah. Yeah. Jeder hat ein Fairy Drink. Wenn der da Tränken verteilt, dann hat die Tassi nicht viel zu lachen. Und Kakuse auch nicht, weil er sich fragt, von welchem Geld wird das bezahlt? Hast du mal auf unser Konto geguckt? Du nicht, aber ich. Oh mein Gott, ich will aber. Nein! We'll be right back.
wenn die Con eigentlich so gut wie zu ist. Wir haben noch so 10 Minuten und rennen jetzt noch mal schnell durch. Krasse, und ich habe vorhin festgestellt, in der Zeichnerhalle wird man arm. Er meint eine Kirchenmaus. Ja. So. Die Dokumi ist. Normal. Ja! Aber meine Telefon. Ja, war sehr schön. Danke, dass du hier bist. Auf jeden Fall. Ihr seid die Ich bin alle die Besten. Danke, dass ich mich ausgegangen habe. Ich habe das schon mit voller Kamera. Ist ein bisschen verwirrt. Ich kann mir das Beigemeinschaft sehen. Damn it, don't let them see. Be the good girl you always have to be. You don't fear, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Ich will die Männer nur vergessen, sonst werde ich's bitter bereuen. Das Ganze ist für mich gegessen, sonst werde ich nächtelang nur noch heulen. Und den Glanz erhebst.